Bei der SPD wird kräftig rotiert. Olaf Scholz wechselt nach Berlin und wird Finanzminister. Damit wird nicht nur sein Posten als erster Bürgermeister in Hamburg frei. Der in der kommenden Woche als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin wechselt. Nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands mit zudem zieht sich Scholz vollständig aus der Landespolitik zurück. Der 59-Jährige erklärte, sagte Scholz, der Landesvorstand habe einvernehmlich für ihn gestimmt. Tschentscher selbst bezeichnete die Nominierung als große Ehre, die er sehr gerne annehme. Der 52-Jährige kündigte an, der gemeinsam mit Scholz maßgeblich dafür Sorge trug, dass der rot-grüne Senat seinem Ziel der schwarzen Null stetig näher kam. Als Sprecher der Finanzressortchefs der SPD-geführten Länder hat sein Wort auch bundesweit Gewicht. Derzeit hat er den Vorsitz der Finanzministerkonferenz inne. Der 52-Jährige gilt als ruhiger, detailversessener Politiker und ähnelt darin dem noch Amtsinhaber Scholz. Damit Tschentscher neuer Landesvater wird, muss er von einem Parteitag am 24. März bestätigt werden. Danach muss noch die Bürgerschaft darüber abstimmen. Die Personalie Tschentscher kommt für die meisten Rathausbeobachter sehr überraschend, sagte er nach der Sitzung des SPD-Landesvorstands. Er habe drei Kinder und abgewogen, den Posten zu besetzen. Die Opposition sparte zum Abschied von Scholz nicht mit Kritik. Sie hofft auf einen Politikwechsel. Linken Fraktionschefin Sabine Boerdinghaus warf Scholz vor, zu hören, andere Meinungen einholen, auf Gesprächspartner zu gehen. Das konnte Olaf Scholz nicht, das müsse der Bürgermeister einer großen, weltoffenen Stadt wie Hamburg aber können. Für seinen Nachfolger gibt es viel zu kitten. Die FDP-Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frohwein monierte, Scholz ab als Nachfolger erbe viele ungelöste Probleme. Die Entwicklung des Wirtschaftsmotors Hafen muss aktiver gefördert werden. In der Bildungspolitik sollte Hamburg ideologischen Ballast abwerfen, hatte er im Vorfeld erklärt. Scholz sei von der Mehrheit der Wähler eigentlich für 5 Jahre gewählt worden. Viele Hamburger haben nicht die SPD, sondern Olaf Scholz gewählt, egal wer ihm jetzt im Amt nachfolgt. Die Legitimation der Wähler fehlt, kritisierte er Quelle ntv.de.